Er ist weit unter ihnen, wie sie sagen, und sie lassen sich von so einem, wie er es ist, nicht sagen. Er wird seit seiner Kindheit von einigen Personen in seinem Umfeld manipuliert. Sie bestrafen ihn oder sie lassen ihn links liegen, und wenn er nicht tut, was sie wollen, und wenn er nicht gehorcht, aber wenn er gehorcht oder wenn er das tut, was erwartet wurde, dann bekommt er die Aufmerksamkeit seines Umfeldes. Nur er machte dort nie mit und er versuchte, seinen eigenen Weg zu gehen. Ein Weg, der auf die Gesetze des Landes basiert und nicht auf die Gesetze der Straße oder auf der Ganoven-Gesetze basiert. Sie zerstören das Vertrauen unter den Personen und sie etablieren einen geschäftlichen, zwischenmenschlichen Umgang, der auch sehr förmlich und distanziert war und auf einen Konkurrenzkampf basierte, der in der Ellenbogengesellschaft üblich ist. Sie können nun nicht mehr erwarten, dass die Personen herzlich und ehrlich hintereinander umgehen, doch er blieb sich treu und er wollte herzlich und ehrlich bleiben. Das sahen die anderen Personen nicht gerne, denn sie etablierten die Lüge und die Täuschung von dem Umfeld. Sie waren heimtückisch und sie waren so verlogen, dass sie keine Skrupel mehr gefühlt haben, wenn sie andere Personen verletzten und auch den Personen Gewalt antaten. Einige der Personen glaubten einen großen Erfolg mit dieser Art des Umganges unter den Personen zu haben und sie fühlten sich bestätigt in ihren Handlungen, die sie weiter als die anderen Personen bringen sollten. Doch es war ihnen egal, ob sie dabei zu schlechten Menschen wurden, die auch nur noch sich und ihre Weiterkommen sehen und die anderen Personen eher als Gegner sahen, und mit anderen hatte auch keine Freunde und unter den Personen. Man suchte sich eher Streitgenossen, die zu Interessenskumpels wurden. Eine verrohte und gefühlskalte Personengruppe entstand und jeder kämpfte um seine Anerkennung in der Gruppe und jeder kämpfte um seinen Rang in der Hierarchie in der Personengruppe. Man ging eindeutig zu weit. Und nun sagen sie, sei er der, bei der Herzlichkeit und Ehrlichkeit blieb, er sei weit unter ihnen und sie würden sich von so einem nicht sagen lassen. Ein trauriges Lebensspiel, wie ich meine.